So, macht euch erstmal bequem auf der Matte, beziehungsweise findet einen guten Spot und schüttelt einfach mal die Arme und Beine aus und kommt erstmal im Training an und bringt ganz bewusst die Gedanken vom heutigen Tag, von der Arbeit, den ganzen Stress hinter euch und schüttelt sie quasi einfach so ab oder streift sie ab. Philipp sagte gerade, er möchte ganz gerne Fokus auf Bauch legen. Bauch kann ich, sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. Und ansonsten schütteln wir jetzt mal noch ein bisschen weiter aus mit den Armen und Beinen, schütteln die Arme seitwärts hoch und kommen langsam nach oben. Und vom Schütteln kommen wir ins Greifen und machen uns immer schön lang. Einmal schön strecken über die Seiten und den Rippenbogen. Kommt richtig schön auf die Fußspitzen und zieht euch nochmal schön nach oben in die Länge. Haltet die Balance und schließt jetzt gerne einfach mal die Augen und haltet weiterhin die Balance, sodass wir direkt auch schon was für den Gleichgewichtssinn machen, direkt schon bei der allerersten Übung. Versucht euch weiterhin auf die Fußspitze zu halten. Schön weit nach oben ziehen. Und wenn ihr jetzt quasi noch die Königsdisziplin haben wollt, könnt ihr ganz langsam mal den Kopf in den Nacken nehmen, währenddessen ihr weiterhin die Augen geschlossen habt und werdet merken, das wird nicht ganz so einfach sein mit der Balance. Dann blickt wieder nach vorne und lasst einfach dreimal die Anspannung fallen, indem ihr euch einfach nur beim Ausatmen tief im Oberkörper beugt und einfach alles von euch fallen lasst. Und dann bleiben wir tief in der Beuge, gehen schulterbreit auseinander, Beine sind gestreckt und kommen erstmal in die Dehnung. Ganz klassisch, streckte Beine, schulterbreit, die Hände kommen immer tiefer, so tief, dass wir irgendwann mit den Händen an den Fußgelenken ankommen. Und dann kommen wir mit der Hüfte tief. Hoch mit dem Scheitel, weit raus mit der Brust und auch die Hüfte zeigt nach vorne. Und dann wechseln wir mal von der rechten Ballen auf den linken Ballen. Die Ferse geht hoch und senkt. Und dann lassen wir mal die Fußgelenke in unterschiedlichen Richtungen und bewegen uns einfach mal, Hände gerne einmal gelöst von den Fußgelenken, einfach mal ein bisschen im Raum, gerne mal ein bisschen im Kreis. Und geht einfach auf eurer Matte mal ein bisschen auf und ab und geht jede einzelne Bewegungsrichtung einmal durch. Das heißt, macht euch einfach mal schräg, diagonal, vorwärts, rückwärts, in unterschiedlichen Bewegungsformen durch den Raum. Und ihr könnt immer die Augen schließen, um auch jede weitere Progression mit reinzunehmen. Insbesondere wenn ihr rückwärts geht, sage ich euch, das wird gar nicht so einfach. Rückwärts gehen, dabei die Augen schließen. Ihr könnt immer schön mit den Armen ausbalancieren, immer schön das Gleichgewicht halten. Und dann, wenn ihr wieder diesmal längs zur Matte angekommen seid, könnt ihr langsam nach vorne kommen mit den Fingerspitzen. Wir kommen mal auf die Fingerspitzen, kommen mit den Knien runter und belasten ganz bewusst mal die Fingerspitzen. Dabei können wir uns so ein bisschen im Kreisen der Schultern bewegen, kreisen um die Handgelenke herum. Die Fingerspitzen sind belastet und rotieren nochmal anders herum. Und dann setzen wir die ganze Handfläche auf, drücken die Fingerspitzen weiter in den Boden und kommen mit dem Oberkörper und den Schultern über die Handgelenke und darüber hinaus und gehen in die Dehnung. Mobilisieren die Handgelenke. Können auch hier wieder ganz leicht Impulse setzen, immer mit der Schulter nach vorne. Und dann drücken wir wieder mit den Fingerspitzen die Schulter nach hinten. Auch ganz bewusst mal Druck auf die Finger auszuüben. Dann kommen wir mit den Fingern nach außen, 90 Grad gedreht. Und auch hier gerne mal von rechts nach links belasten. Und weiter in die Fingerspitzen in den Boden reindrücken. Dann kommen wir nochmal um 90 Grad weitergedreht mit den Fingerspitzen zu den Knien. Drücken auch hier wieder die Fingerspitzen in den Boden und gehen mit den Schultern mit der Hüfte nach hinten und belasten somit und dehnen die Arminnenseite. Den Blick könnt ihr einfach nach unten fallen lassen, also in der Verlängerung der Wirbelsäule. Geht gerne mit ganz leichten Impulsen immer tiefer in die Dehnung rein. Dann kommen wir aus der Dehnung raus, in die Schultern nach vorne kommen.
Lasst mal den Handrücken, also wir gehen auf die Rückseite der Handgelenke jeweils. Versuchen die Arme möglichst weit auszustrecken. Der Rücken ist gerade. Und auch hier können wir nochmal wechseln von der linken auf die rechte Seite. Und dann kommen wir wieder auf die Handgelenke, Fingerspitzen nach vorne. Und heute variieren wir mal so ein bisschen, wenn wir schon gerade in der Bodenposition sind. Dann starten wir noch einmal nach einer leichten Mobilisierung der Wirbelsäule und dann starten wir direkt in die Kräftigung. Und zwar möchte ich, dass ihr von der Cat in die Cow kommt, also quasi immer schön in den Rundrücken, in den Katzenbuckel, schön lang machen, alles von euch strecken, die Wirbelsäule nach oben drücken und dann ganz, ganz tief in die andere Richtung. Wir nehmen den Kopf nach oben, kommen ins Hohlkreuz, strecken den Popo raus und kommen dann nochmal wieder zurück. Und das schön im Wechsel. Versucht wirklich schön in die jeweiligen Endpositionen zu kommen. Drückt, wenn ihr in der Cat seid, richtig schön die äußeren Arme nach unten. Dann die äußeren Schulterblätter. Und dann kommen wir in eine neutrale Position. Gehen mit den Knien unter der Hüfte, mit den Händen unter den Schultern. Drücken die Fingerspitzen in den Boden rein. Die Fußspitzen ebenso. Und jetzt heben wir einfach nur die Knie vom Boden an und kommen somit schon in die erste Kräftigung. Jawohl. So, das halten wir jetzt eine Minute lang. Und wenn ihr wollt und die Fingerspitzen noch ein bisschen kräftigen wollt, könnt ihr immer mit den Schultern ein bisschen weiter nach vorne kommen. Und dann drücken wir mit den Fingerspitzen wieder die Schulter nach hinten. Ganz leicht und kontrolliert. Ihr werdet merken, wenn ihr richtig in den Boden reindrückt, sind die Fingerkuppen irgendwann weiß. Und damit zeigt ihr, dass ihr ordentlich Druck auf diese ausführt. Nehmt die Knie nicht zu hoch, nehmt den Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule und drückt mal ganz bewusst die äußere Schulterpartie nach unten, weit weg vom Boden. Noch für 25 Sekunden. Denkt an den Druck, den ihr mit den Fingerspitzen in den Boden ausübt. Der Rücken bleibt gerade, nicht zu sehr ins Hohlkreuz, aber auch nicht zu sehr in den Rundrücken. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bei 0 kommen wir gleich in den Herabschauen, Hund, 1 und wir strecken die Beine aus, kommen tief mit den Schultern, nehmen die Fersen tief, die Beine sind durchgestreckt und gehen hier in die Dehnung, kommen noch ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper, noch ein bisschen tiefer mit den Fersen. Und jetzt watscheln wir mal auf der Stelle, nehmen mal die rechte und linke Ferse, bewusst im Wechsel tief. Und von dieser Position kommen wir mit den Schultern nach vorne in den High Plank, halten diese Position. Wenn ihr Probleme mit den Handgelenken bekommen solltet, dann kommt gerne auf die Fäuste, haltet hier die Position, achtet darauf, dass die Fäuste dann schön gerade sind, nicht einknicken. Und dann halten wir diese High Plank Position. Und was wir jetzt zusätzlich machen, wir spielen mal ganz bewusst mit den Schultern, indem wir sie mal nach unten lassen und dann wieder ganz weit wegdrücken. Also kommen wir quasi einmal hinten fast mit den Schulterblättern zusammen und dann drücken wir sie wieder weit weg. Und dieses Spiel machen wir immer schön kontrolliert im Wechsel. Der Popo bleibt tief, Oberschenkelrückseite ist angespannt, der Popo ist angespannt. Mit dem Popo noch ein bisschen tiefer. Das Ganze noch für 20 Sekunden. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setzt die Knie auf, bleibt im Vierfüßlerstand. Und jetzt wechseln wir mal den Blick über die rechte Schulter auf unsere rechte Hüfte und kommen dann auf die andere Seite. Blick über die linke Schulter. Blicken auf unsere linke Hüfte und das schön im Wechsel.
Dann kommen wir wieder in neutrale Position und entweder ihr stellt euch wieder auf die Handgelenke oder gerne wieder auf die Fäuste. Und was wir jetzt machen, wir nehmen das rechte Bein nach hinten ausgestreckt, die Ferse schön weit ausstrecken, könnt gerne die Fußspitze ranziehen und dabei nehmen wir den linken Arm nach vorne, auch hier weit ausstrecken. Und jetzt haltet erstmal die Balance schön gerade, den Blick nach unten, dass ihr eine gerade bildet. Ihr könnt ihr auch gerne einfach mal, wenn ihr das seht, in der Kamera einmal kontrollieren, ob ihr gerade seid. Und jetzt nehmen wir die rechte Ferse nach außen und den linken Arm ebenfalls nach außen. Auf einer horizontalen Ebene rotieren wir quasi und rotieren wieder zurück. Ihr könnt das sehen. Also nehmt den Arm nach links, zum linken und das rechte Bein auf die rechte Seite. Achte darauf, dass ihr immer schön oben bleibt mit den Armen und mit dem Bein. Das Ganze noch für 15 Sekunden. Geht nicht ins Hohlkreuz. Spannt den Bauch ganz bewusst an. 5, 4, 3, dann bleibt ihr mit den Armen weit ausgestreckt vorne, der Ferse ganz weit hinten und kommt dann unten zusammen mit den Ellenbogen im Knie und gehen wieder in die Streckung rein. Macht das schön lang, der Rücken ist gerade, Ferse ist ausgestreckt, Fußspitze angezogen und dann wieder tief runterkommen und wieder auseinander. Und wieder zusammen. Und wieder auseinander. Drei Sekunden. Wir haben noch 12, 11. Kontrolliert euren Atem. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 und dann nochmal runterkommen, kurz entspannen. Wenn ihr wollt, geht nochmal in die Cat-Cow, entspannt euren Rücken, tut euch was Gutes. Und dann wechseln wir auf die andere Seite, indem wir den rechten Arm nach vorne ausstrecken, linke Bein nach hinten, Ferse schön weit ausstrecken. Achtet darauf, dass ihr auf einer horizontalen Ebene seid, nicht ins Hohlkreuz wandert, Blick nach unten. Jetzt führen wir den rechten Arm auf die rechte Seite und die linke Ferse auf die linke Seite. Immer auch hier wieder auf einer horizontalen Ebene. Blick nach unten. Schön die komplette Rückenpartie angespannt. Und kontrolliert atmen. Den Arm gerne noch ein bisschen höher, dass ihr wirklich auf einer Ebene seid. Und in Zeitlupe noch für 8, 7, dann wechseln wir direkt wieder in die gleiche Übung mit Armen und Beinen ausgestreckt und kommen unter unserem Körper zusammen auf 2, 1, los geht's. Direkt in die nächste Übung, tief kommen, schön klein machen und dann wieder ausstrecken in die Streckung, stolze Brust, der Rücken ist maximal angespannt und kommen wieder zurück. Die Balance. Noch für 20 Sekunden. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kommen wir in den Vierfüßlerstand. Entspannt einmal eure Handgelenke. Und dann kommen wir aus dieser Position in die nächste Übung. Und zwar wird das sein, dass wir etwas fürs Gesäß machen. Wir nehmen das rechte Bein mal 90 Grad Winkel angewinkelt hinten und drücken jetzt mal
die Ferse nach oben. Zack, richtig schön nach oben, als wollten wir, nehmen wir uns mal vor, einen Ball nach oben drücken und kommen wieder tief. Und wieder nach oben drücken und wieder tief. Jawohl. Wenn ihr es noch ein bisschen anstrengender haben wollt und merkt, ha, das ist ja viel zu einfach, diese Übung, habe ich eine schöne Progression für euch. Und zwar lehnt ihr euch einfach nach vorne, beugt die Arme leicht und habt damit gleichzeitig eine schöne Trizepsübung und eine schöne Brustübung. Habt ihr es noch ein bisschen anstrengender? Zeigt gerne mal einen Unterschied. Also entweder ihr seid gerade oder ihr lehnt euch mal ein bisschen weiter nach vorne, geht in die Armbeuge rein und merkt, wie hier die Brustmuskulatur kräftig arbeiten muss, ebenso wie der Trizeps. Denkt allerdings an die primäre Übung, was wir hier für die Gluteen machen. Also hinten immer schön die Ferse nach oben drücken, kontrolliert und dann wieder senken. Und dabei als Progression könnt ihr euch weit nach vorne lehnen und den Trizeps richtig schön mal zum Brennen bringen. Noch 15 Sekunden. Noch schlappe 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bein zur Seite. Wie so ein Gassi gehender Hund, streckt gerne mal das rechte Bein auf die Seite aus. Und jetzt heben wir dieses mit ganz leichten Impulsen nach oben, als würde euch jemand an den Füßen nach oben ziehen wollen. Wir spüren, dass hier die Abduktoren arbeiten müssen. Kontrollierte Bewegungen. Und auch hier gilt wieder, wenn ihr sagt, ihr wollt auch was für die Brust machen, könnt ihr euch auch hier wieder ein bisschen nach vorne lehnen und damit den Trizeps richtig schön beanspruchen. Und zieht das Bein seitwärts hoch. Das Bein ausgestreckt lassen. Und jetzt das Ganze mal in Zeitlupe. Wir bleiben mal im oberen Drittel mit dem Bein. Das heißt, wir kommen gar nicht so wirklich tief. Wir merken, dass der äußere Oberschenkel oder der Abduktoren, so, dass die arbeiten müssen. Mit den letzten 10, 9, 8, 7, 6, halten wir in der obersten Position, 5, noch ein bisschen höher ziehen, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Okay, nochmal ausschütteln. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Ich gehe mal bewusst andersrum, damit ihr es besser sehen könnt. Gleiches Spiel. Wir gehen mit dem linken Bein angewinkelt, gehen wir im 90-Grad-Winkel und dann kicken wir die Ferse immer nach oben und senken wir wieder. Dabei könnt ihr wieder, wenn ihr ein Ganzkörper-Workout dabei haben möchte, euch weit nach vorne lehnen, die Arme leicht beugen und in so eine halbe Liegestützposition im Oberkörper kommen und dort drin verweilen. Trotzdem noch die Kicks nach oben machen. Den Blick in der Verlängerung der Wirbelsäule. Der Bauch ist angespannt. Ihr habt Chorspannung. Jetzt denkt wirklich daran, dass ihr was senkrecht in die Luft kicken möchtet. Ihr zieht also quasi nicht nach hinten. Nicht nur zum Gesäß hin. Richtig schön. Nach oben, zur Zimmerdecke, für die letzten 20 Sekunden. Haltet durch. Für die letzten 8, 7, 6, 5, ihr könnt ein bisschen tiefer in die Liegestütze gehen, wenn ihr wollt. 3, 2, 1, kurz locker lassen. Und dann strecken wir das linke Bein mal auf die linke Seite aus. Wir sind gleich durch mit den Handgelenken, keine Sorge. Wenn ihr merkt, es ist zu anstrengend, könnt ihr auch einfach, wie gesagt, entweder auf die Fersen gehen oder ihr geht einfach auf die Unterarme und das ist in Ordnung. Und auch hier hebt ihr dann wieder das Bein über die Seite, auch vollkommen in Ordnung. Aber nur, wenn ihr sagt, die Handgelenke machen nicht mehr mit, ansonsten macht diese letzte Minute noch einmal, zieht durch. Und dann kommen wir auch wieder zu anderen Übungen, die nicht so handgelenksintensiv sind. Auch hier wieder in Zeitlupe, das Bein schön seitwärts hochziehen. Stellt euch vor, als würde euch jemand an der Fußaußenkante nach oben ziehen. Und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass bei der Übung die Beinaußenseite, also die Abduktoren, ordentlich mal loben müssen.
Auch hier könnt ihr euch wieder ein bisschen nach vorne lehnen, die Arme beugen, sodass ihr in so einer halben Liegestütze euch befindet und damit die Trizeps ordentlich zum Arbeiten bringt. Für die letzten 10, 9, 8, halte ich nochmal oben, 7, 6, oberste Position, 5, 4, 3, 2, 1 und in die Child Pose einmal entspannen. So, gönnt euch eine kurze Pause, die haben wir uns jetzt verdient. Entspannt die Handgelenke, stellt gerne mal die Fingerspitzen auf und kommt mal im Wechsel mit der linken und rechten Schulter tief. Und dann kommen wir runter auf die Ellenbogen, auf die Füße in den Low Plank, um hier jetzt auf der einen Seite mal die Handgelenke ein bisschen zu schonen und zweitens so einen leichten Übergang auf so ein paar Core- und auch Bauchübungen machen, wollte der Philipp. Und Philipp, damit es eine richtig intensive Bauchübung wird, zieht mal eure Ellenbogen nach hinten zu den Fußspitzen und baut somit eine Core-Spannung auf. Also ihr zieht wirklich nach hinten. Natürlich sind die Hände und Arme auf dem Boden, aber ihr könnt trotzdem diese Vorspannung im Bauch aufführen, indem ihr imaginär die Ellenbogen und die Fußspitze zusammenzieht, den Popo nicht zu hoch habt, Popo Rückseite ist angespannt, Blick ist gerade nach unten und die Schulteraußenseiten drücken schön vom Boden weg nach unten. Und das Ganze halten wir noch für 22 Sekunden. Achtet auch, dass ihr nicht zu hoch war mit dem Popo. Das ist meist dann so ein Ausgleichsreflex und wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr halten könnt, könnt ihr gerne auf die Knie runterkommen. Kleinerer Hebel. Trotzdem seid ihr noch in der Übung. Für die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal entspannen, wenn ihr wollt. Entspannt euch mal kurz, trinkt eine Kleinigkeit. Wir machen zwar aus der Position gleich weiter, aber jetzt haben wir sehr viel Core, Schulter, Handgelenk gemacht. Ihr könnt euch die kleine Pause jetzt auch gönnen. Und wenn ihr mit der Pause durch seid, kommen wir gleich wieder in die Plank-Position. Allerdings variieren wir diesmal in den Side-Plank. Das heißt, wenn ihr was getrunken habt, steigt gerne einfach wieder mit ein. Ansonsten gönnt euch eine kurze Pause. Wir kommen wieder nach vorne in die Übung von eben. Und diesmal öffnen wir auf die linke Seite, rechter Arm ist abgestützt und wir kommen in den Side Plank rein. Also so wie eben, nur halt geöffnet auf der Seite. Und auch hier gilt entweder auf den Ellenbogen, auf dem Handgelenk, das was für euch angenehm ist. Die Zeit läuft, ich erkläre mal so ein paar Variationen. Ihr könnt natürlich mit einem rechten Bein tief kommen, kleineren Hebel oder aber schön weit ausstrecken mit beiden Beinen. Oder zusätzlich noch den linken Fuß in die Luft nehmen, in die Luft strecken. Den linken Arm zieht man schön nach oben zur Zimmerdecke. Und dann achtet darauf, dass ihr mit dem Oberkörper eine Gerade bildet. Das heißt, ihr seid mit den Schultern, mit der Hüfte und mit dem Fußgelenk in einer Geraden. Ihr kippt nicht nach vorne, ihr kippt auch nicht nach hinten. Und deswegen ziehen wir den Arm schön weit nach oben und bleiben so in einem seitlichen Plank noch für 20 Sekunden. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt so ganz leichte Kippbewegung mit der Hüfte nach oben machen. Und dann haben wir noch 10, 9, 8, 7, 6. Haltet durch. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Ihr könnt euch einfach nur umdrehen um die eigene Achse auf die andere Seite. Ich wechsle mal bewusst die Seite, sonst sehe ich euch nicht. Und auch hier, diesmal auf der linken Seite, kommen wir wieder in den Side Plank auf 3, 2, 1 und hoch mit euch. Wieder eine Gerade bilden, blickt nach vorne, denn das Gefährliche ist, wenn ihr nach unten blickt, dann kommt ihr automatisch mit der Hüfte nach hinten und habt ihr keine Gerade mehr. Deswegen wichtig merken, Schultern, Hüfte und die Fußgelenke sind in einer Geraden. Unsere Brust ist geöffnet, wir biegen einfach nur gerade nach vorne. Einfach nur sozusagen in der Verlängerung der Wirbelsäule nach vorne, nicht den Kopf hängen lassen. Und auch hier können wir gerne auch schon jetzt ein bisschen früher
mal mit der Hüfte in ganz leichten Impulsen nach oben ziehen. Stellt euch den Bindfaden vor, der an eurer Hüfte dranhängt, oder zieht euch jemand einfach mal so zur Zimmerdecke nach oben. Bleibt gerade im Oberkörper, zieht den Arm schön nach oben, knickt nicht mit der oberen Schulter nach vorne weg. Ihr habt noch 15 Sekunden. Durchhalten. Für die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Okay, so. Gönnen wir uns mal eine kleine Pause, trinken mal eine Kleinigkeit und jetzt wechseln wir mal in die Standposition, denn ich hatte der Julia ja ein bisschen Cardio versprochen. Das kommt gerne jetzt. Dann kommen wir nämlich gleich nochmal in die Bodenübung. Dann haben wir einen schönen Mix. Kommt also schön nach oben. Dann starten wir gleich mit der Cardio-Einheit. Ihr könnt schon mal eure Gewichte zur Seite legen. Die brauchen wir gleich auch noch mit drin. Aber erstmal das Ganze ohne Gewichte. Erstmal was für die Pumpe, damit wir so ein bisschen uns eingrooven. Wenn ihr eingegroovt seid, könnt ihr erstmal so ganz langsam von rechten auf linke Fußgelenk wackeln. Die Arme erstmal mitnehmen. Ein bisschen locker ausschütteln. Um in dieser Bewegung gleich ein bisschen intensiver zu werden. Erstmal machen wir uns mal hier locker flockig. Dann kommen wir von der Position in so eine leichte Sprungposition. Nehmen jetzt mal ganz bewusst die Hüfte von rechts nach links mit rein. Die Arme schwingen im Gegenschwung mit. So, das ist eine tolle Ausgangslage für das Seilspringen, oder? Na komm, schnappen wir uns das Seil. Zack, links, zack, rechts. Und der Philipp mag kein Seil springen, also macht er ein Hep für uns. Los geht's. Also runter mit euch in den Burpee. Also schöne saubere Liegestütze, wir nach oben kommen, ins Seil springen. Alternativ in 3 Kniebeugen. Okay. Okay, wir haben uns also quasi jetzt ein Seil geschnappt, imaginär, und springen von links nach rechts, immer auf unseren Füßen. Wir machen ein paar Sprungvariationen, kleine Koordinationsübungen gleich am Anfang des Cardio-Teils. So, springen wir so ein bisschen in meinem Raum rum. Dann immer wechseln von rechts nach links. Bleibt trotzdem im Groove drin. Nach vorne, nach hinten. Kann ich auch mal seitwärts zur Matte stellen. Einfach nur um unterschiedliche Bewegungsmuster mal reinzubekommen. Dann steigern wir uns gleich ein bisschen in der Komplexität. Okay. Bei der ersten einfach mal mit beiden gleichzeitig springen. Wir bleiben vorne auf den Ballen. Fersen berühren gar nicht den Boden. In der Seite seht ihr das ganz gut. Okay. Bei jedem dritten Step könnte man mit dem rechten Fuß einmal vorne auftippen. Ich zeige das mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Wenn ihr euch da eingegroovt habt, könnt ihr nach dem rechten Fuß nach vorne direkt hinterher setzen, den linken Fuß nach vorne. Also 1, 2, 3, linken Fuß nach vorne, wieder 2, 3, rechte Fuß, linke Fuß nach vorne, 3, 2, 3, rechte Fuß, linke Fuß, 2, rechte Fuß, linke Fuß, 2, 3, rechte Fuß, linke Fuß, 2, 3, rechte Fuß, linke Fuß und so weiter. Dann für 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker springen, normal weitermachen, einfach locker in Bewegung bleiben. Wir werden komplexer. Wir springen jetzt erstmal, nachdem wir diese Vor- und Zurückbewegung gemacht haben, dann sehen wir euch, also diese und diese, gehen wir jetzt mal auseinander. Bei jedem dritten Sprung, also 1, 2, 3, auseinander zusammen. 1, 2, 3, auseinander zusammen. 2, 3, 3, 3. Und dann kombinieren wir diese beiden Übungen gleich mal. Sehr gut. Und da habe ich noch einen Hep für euch. Runter mit euch. In die Liegestütze. Strecksprung.
und in die Ausgangsübung. Philipp hat noch einen für euch. Und weil ja bekanntlich alle Dinge drei sind, gibt es noch einen Hep. In den Burpee. Noch runter mit euch. Noch für 10 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 und locker. Weiter springen. Okay. So, jetzt kombinieren wir das Ganze. Und zwar springen wir gleich, währenddessen noch so ganz locker in Bewegung bleibt, springen wir gleich, ich mach's mal langsam vor, auseinander, zusammen, rechts vorne, links hinten, zusammen, auseinander, zusammen, links vorne, rechts hinten. Okay? 3, 2, 1 und los. Auseinander, rechts vorne, links hinten, auseinander, links vorne, rechts hinten. Und immer wieder einen Step in die Mitte setzen, dass ihr quasi eine Art Stern bildet. Deinen Füßen. Und weiterhin schwingen die Arme mit. Jawohl. Und wenn ihr das noch ein bisschen komplexer haben wollt, dann könnt ihr währenddessen auch noch ein bisschen im Raum rumspringen. Euch mal um die eigene Achse drehen. Bleibt in dem Muster. Rechts hinten, auseinander, rechts vorne. Lasst euch nicht verwirren. Bleibt in dieser Bewegung. Noch mit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt mal noch verlassen. Okay, schütteln wir mal ganz kurz die Beine aus, entlasten die Waden, trinken eine Kleinigkeit, richten den Zopf und schnappen uns unsere Gewichte. So, mit unseren Gewichten oder Büchern oder Flaschen oder sonst was starten wir jetzt eine kleine Boxeinheit. Hurra, Julia! Julia liebt was Boxen. Okay, gut. Dann nehmen wir die Ellbogen mehr zusammen, gehen in die Deckung, okay? Als allererstes üben wir mal die Deckung. Geht mal in so einen schulterbreiten Stand, in einen Seitwärtsstand. Und jetzt kommen wir einfach nur mal in die Deckung auf die linke Seite, tief. Als sollte man einen Schlag ausweichen, dann wieder nach oben. Also quasi einfach so ein schön ducken dabei. Ellbogen sind nah am Körper. Arme sind ungefähr so auf Kinnhöhe. Sollte einfach nur so einen Schlag ausweichen. Zack, da kommt einer, da kommt noch einer, noch einer. Das heißt, die Kraft kommt nur aus dem Bauch heraus. Aber Philipp, beug mal den Oberkörper noch ein bisschen mehr. Schau mal, hier wirklich hier in die Beugung rein und komm wieder nach oben. Ducke mich hier, komm wieder hoch, ducke mich hier. So, genau. Stellt euch wirklich vor, da kommt ein schraler Schlag und da wollt ihr euch einfach von wegducken. Mit 10, 9, 8, 7, Arme oben halten, 5, dann machen wir das Ganze gleiche Übung mit einem Squat drin. Denkt daran, dass ihr mit der Hüfte schön nach hinten kommt. Ich zeige das einmal auf 2, 1, kommen also in den Squat und diesmal treten wir rechts nach vorne und wieder in den Squat, in die Deckung, links nach vorne, Squat, Deckung, rechts nach vorne, Squat, links nach vorne. Richtig schön Kick setzen. Kann man ja tief dabei ausatmen, wenn man Chaka sagen. So, tja. Wieder tief kommen. Der Chaka, Ellenbogen nah am Körper. Arme kommen hoch. Arme sollten langsam schwer werden. Zeigt aus dem Profil heraus. Kommen wir tief in den Squat. Achte auf, dass sie mit der Hüfte nach hinten kommt. Die Knie zeigen die gleiche Richtung wie die Fußspitzen. Oberkörper ist gerade. Dann kommen wir nach oben und setzen einen Kick. Wieder tief und setzen auf der anderen Seite einen Kick. 10 Sekunden und dann machen wir das gleiche nochmal, diesmal allerdings mit einem kleinen Roundhouse-Kick, von innen kommend nach außen. Ich mache es schon mal vor und ihr könnt dann gleich direkt auf 0 einsteigen,
Auf 4, 3, 2, 1. Wir kicken also quasi von innen nach außen, zurück, innen nach außen, in Squat. Denkt daran, dass die Squats sauber sind, dass der Oberkörper nicht sehr nach vorne zeigt, sondern wir kommen schön mit dem Popo nach hinten, hoch, oben, Außenrotation und wechseln die Seite. Denkt daran, dass die Arme schön oben sind, immer schön in der Deckung mit den Ellenbogen. Könnt ihr zusätzlich den Solarplexus decken, denn Schläge dorthin tun weh. Philipp, Ellenbogen eher näher am Körper. Jawohl. Philipp, achte darauf, dass du nicht zu sehr im Oberkörper nur nach vorne kommst, sondern wirklich schön eine Squat-Position hier. Jawohl. Yes, genau. Schön hoch das Bein. Und dann für die letzten 30 Sekunden den Kick mal von außen nach innen. Also von außen, hier nach außen, nach innen. Und wieder zurück. Von außen nach innen. Und dann sauberen Squat von außen nach innen. Genau, jetzt wollte euch jemand irgendwie so eine Backpfeife geben. Zack. Schön hochkommen. Und wieder zack. Und wieder runter. Für die letzten 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Schüttel gerne die Arme aus. Sollte jetzt langsam richtig schwer sein. Mal kurz locker machen. Gerne mal kurz die Hand mit dem Getränk tauschen. Eine Kleinigkeit trinken. Weiterhin ausschütteln. So, Julia, ich hoffe, dir wird langsam warm. Daumen nach oben, wenn dir warm ist. Sehr gut, das gefällt mir. Cool. Sehr gut, dann nehmen wir jetzt nochmal die Hand hin dazu und machen eine kleine Boxübung. Das heißt, wir nehmen wieder die Ellenbogen nah am Körper und machen immer gerade nach vorne Boxen. Und die Fußstellung ist dann entweder statisch auf dem Boden, damit ihr mehr mit der Hüfte arbeiten könnt, also wirklich den ganzen Oberkörper mit reinnehmen könnt. Ich zeige es von der anderen Seite, es ist halt wirklich so eine Ganzkörperbewegung. Der andere Arm bleibt immer schön vorne am Kinn und wir setzen eine gerade nach vorne, gerade wieder zurück zur Schläfe oder zum Kinn und dann wieder nach vorne. Und das ist eine Ganzkörperübung. Der Bauch ist angespannt. Achte darauf, dass die Bewegung aus dem ganzen Oberkörper herauskommt. Ihr dreht ein, der Impuls kommt von der Fußspitze über die Hüfte, über den kompletten Oberkörper ordentlich rein und geht dann bis in die letzte Fingerspitzen. Ellbogen schön nah am Körper, Philipp. Wenn du zurückkommst, der Solarplexus ist geschützt. Sehr gut. Und stellt euch wirklich immer vor, jetzt könnt ihr jederzeit, wenn ihr in der Deckung seid, irgendwie ein kleiner Klaps auf den Vorderkopf kommen. Den wollen wir dadurch gedeckt haben. Deswegen immer schön die Arme nach oben ziehen. Noch kräftiger nach oben für die letzten 15 Sekunden. Die Arme sollten schwer werden. Jetzt sind 12, 11, 10 und noch ein paar Granaten raus. Richtig schöne Boom, zack, impulsive Schläge. 8, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Auch hier nochmal durchatmen. Zweite Schlagform. Wir setzen jetzt einen seitlichen Haken. Ich zeige es mal in der Diagonalen. Arme wieder nach oben. Schon schwer genug. Wieder leicht in die Kniebeuge gehen. Und dann setzen wir den Arm von der Seite kommend in den Schlag. Von der anderen Seite von der Seite kommen. Und dann wieder Ellenbogen nah zusammen. Von der Seite, Ellenbogen nah zusammen. In die Deckung. Seite, Deckung. Seite, Deckung. Arme noch ein bisschen höher, sodass es gerade unangenehm ist, dass ihr nicht mit den Armen vorne auf der Brust aufliegt. Nein, die müssen die ganze Zeit in der Luft sein. Wir wollen ja die Gewichte tragen. Und jetzt schlagt mal so richtig kräftig. Zack. Holt man eine maximale Beschleunigung aus. Zack. Und nimmt den ganzen Oberkörper mit rein.
Ihr müsst wirklich spüren, dass ihr euch mit der Fußspitze sogar abdrückt und holt den Schwung aus dem ganzen Körper heraus und trotzdem in der Deckung bleiben. Ganz leicht in den Rundrücken. Hier ist es mal okay, dass ihr den Rundrücken macht und noch mehr kräftige Granaten noch schneller schlagen und dann wieder direkt in die Deckung holen. Jawohl. Gute Frequenz, Julia. Halten. Die letzten 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. So, kriegen wir den letzten noch hin. Dann würde ich vorschlagen, kombinieren wir nochmal. Das ist immer ein schöner Powerfinisher fürs Boxen, damit die Julia schön ins Schwitzen kommt. Wir machen 2 Minuten lang. Wenn ihr wollt, machen wir 2 Einer-Intervalle. Dann habt ihr dazwischen kurz 10 Sekunden Pause, wo ihr mal kurz den Kopf frei bekommen könnt. Boxen, treten, beißen, reißen. Alles, was ihr wollt im Freestyle. Das heißt, das einzig Wichtige, was ich sehen möchte, ist, dass ihr immer in der Deckung seid und jederzeit einen Schlag ausweichen könntet. Das heißt, ihr seid dann hier in der Deckung, könnt auch gerne in die Ausfallschritthaltung gehen. Das mache ich jetzt hier auf der Seite. Könnt ihr mal ein paar Schläge setzen, zwischendurch mal in die Deckung gehen, dann mal ein paar Schläge, dann mal vielleicht das Knie, den Fuß mit reinnehmen. Ihr könnt auch diesen Wischer machen, den wir eben gemacht haben. Und das kombinieren für 1 Minute durchpowern. Stellt euch wirklich vor, ihr seid im Ring und ihr wollt richtig boxen. 3, 2, 1, fight! Immer schön an die Atmung denken, man kräftig dabei ausatmen. Ellenbogen nah am Körper, Tritte, Schläge, beißen, kratzen, alles ist erlaubt. Hauptsächlich gibt richtig Power in die Bewegung rein. Zwischendurch könnt ihr auch gerne mal einen Head machen. Quasi der K.O.-Schlag und das wieder aufstehen. In der Deckung und dann wieder schlagen, beißen. Uppercuts, Lowercuts, Sidecuts, geraden, Knie, Füße, Seitwärtsschläge, Seitwärtstritte. Alles mit rein und wenn ihr mögt, natürlich in einer guten Geschwindigkeit und denkt an die Deckung. Deckung noch ein bisschen höher nehmen. Genau. Und hepp. Danke, Philipp. Bleibt noch 10 Sekunden für den ersten Satz. Eine kurze Pause von 10 Sekunden. Dann machen wir noch einen zweiten hinterher. Power Cardio Finisher, den wir heute machen. Danach solltet ihr wirklich in Schwitzen gekommen sein. Denkt auch wirklich an die Deckung. Stellt euch wirklich vor, als hättet ihr vorne jemanden und da kombiniert ihr in Schlägen, in Austeilen, aber auch im Einstecken. 3, 2, 1, zack. Und locker lassen. Kurze Pause. Mal kurz durchatmen. Bevor wir in den zweiten Satz reinkommen, schüttelt nochmal die Arme und die Beine aus. Und dann stellen wir uns das nochmal imaginär vor, dass wir wirklich Schattenboxen, das heißt, wir stellen uns wirklich vor, da ist jemand und wir wollen vielleicht mal Schläge austeilen, mal einstecken, mal in die Deckung gehen, die Position wechseln. Und wenn ihr soweit seid, kommt ihr in die Deckung zusammen. Und dann geht's los auf 3, 2, 1, fight, los geht's. Schneller, komm, da will ich noch ein paar mehr Tritte, Schläge sehen. Und Ile, Deckung immer oben halten, noch höher, immer zum Kinn. Mindestens zum Kinn, die Deckung gerne noch ein bisschen höher nehmen. Einfach, dass ihr euch dabei nicht selber schlagt. Und stellt euch wirklich vor, da ist irgendwie jemand, sodass ihr euch das besser vorstellen könnt, immer wieder in die Deckung zu gehen, dann mal ein paar Schläge reaktiv zu setzen, zwischendurch mal Knie und einen Fußtritt zu nehmen. Und dann wieder in die nächste Übung reinzunehmen. Verfallt nicht immer in die gleichen Muster. Ellbogen nah am Körper, Philipp. Nach 20 Sekunden. Power, komm, gib nochmal alles. Box richtig. Bam, 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 bam. Für die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und letzter Schlag. Oh. Legt die Hand zur Seite und atmet einmal tief durch.
Einmal entspannen. Okay, so. Nachdem wir jetzt unseren Puls einmal hochgetrieben haben, haben wir jetzt noch 13 Minuten nochmal für Bodenübungen. Und dafür möchte ich euch bitten, dass wir jetzt erstmal auf den Boden kommen. Machen wir erstmal klassisch ein paar Bauchübungen, damit wir insbesondere auch Philipps Wunsch nachkommen, heute mal ein bisschen intensiver den Bauch zu trainieren. Und dann starten wir gerne erst einmal in den Russian Twist. Gehen die Beine schön weit ausgestreckt nach vorne, kommen in die Rückwärtsposition, sind nur auf den Gesäßknochen hinten, nehmen die Arme zusammen vorne und drücken mal richtig kräftig die Hände zusammen, dass die Brust angespannt ist, also richtig schön hier Spannung aufbringen. Und dann kommen wir erstmal langsam den Oberkörper zur Seite, schön tief, so tief wie ihr kommt, und dann weiterhin zusammendrücken auf die andere Seite. Am Anfang muss es gar nicht schnell sein, gibt lieber schön Druck auf die Brust. Kommt auf die Seite. Wenn ihr merkt, das ist zu einfach, lehnt euch weiter nach hinten. Da muss der Bauch noch ein bisschen kräftiger arbeiten. Drückt weiter in die Handflächen zusammen. Gebt den ganzen Oberkörper mit rein, dass ihr nicht nur mit den Händen auf die Seite kommt, sondern der ganze Oberkörper dreht mit rein auf die Seite. Und dann werden wir ein bisschen schneller, bis wir nachher bei 0 auf der maximalen Geschwindigkeit sind. Noch 20 Sekunden, wir werden noch schneller. Und noch schneller. Für die letzten 12, 11, noch schneller. 8, 7, 6, 5, 4, 3, maximale Geschwindigkeit. 1 und noch eins. Einmal durchatmen. Und dann kommen wir direkt in die nächste Übung. Und zwar können wir den Oberkörper mal tief nehmen, Beine bleiben aufgestellt und wir wechseln immer mit dem rechten Handgelenk an das rechte Knie oder an die Ferse, soweit wie er kommt. Und dann bleiben wir mit dem Oberkörper oben, halten quasi eine Spannung und kommen auf die linke Seite, dass wir mit dem linken Handgelenk an die linke Ferse kommen. Versucht euch wirklich immer schön ein ambitioniertes Ziel zu setzen. Das heißt, nimmt die Fersen nicht zu nah am Körper, dann müsst ihr quasi immer so machen, sondern geht gerne mal ein bisschen weiter weg, sodass der Bauch richtig kräftig arbeiten muss. Der Bauch ist die ganze Zeit in Anspannung, schön weit oben. Und dann wechselt ihr von der rechten auf die linke Seite und macht die Übung langsam und kontrolliert. Ihr müsst gar nicht so kleine Impulse setzen, sondern langsam geführt. Dann merkt ihr nämlich, wie auch gerade im Zurückgehen die Bauchmuskulatur trotzdem noch arbeiten muss, wenn ihr nicht so einen Rebound habt. Spürt jede einzelne Stellung. Bleibt schön mit den Schultern in der Luft. Der Bauch ist die ganze Zeit angespannt. Für die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und einmal locker lassen. Legt euch entspannt auf den Rücken, könnt euch eine kurze Pause. Und dann strecken wir die Arme nach oben aus. Können sie gerne mal zusammenlegen. Und dann drücken wir nach oben die Hände zur Zimmerdecke, direkt senkrecht in die Luft. Halten oben kurz, kommen langsam wieder runter. Kommen wir nach oben. Halten oben kurz und kommen langsam wieder runter. Und nochmal, wir halten oben kurz und kommen langsam wieder runter. Jawohl, das ist immer schön im Wechsel. Denkt daran, dass ihr oben kurz haltet, um die maximale Streckung nach oben kommen und dann langsam wieder runter. Dann wieder in die maximale Streckung nach oben und dann langsam wieder runter. Halbzeit. Im Idealfall legt ihr gar nicht erst die Schulterblätter auf den Boden ab, sondern kommt immer direkt wieder in die nächste Kräftigung nach oben. Nicht zu lange unten verweilen. Denkt an eure Atmung in der Anspannung. Wenn ihr nach oben kommt, gerne mal locker ausatmen. Und bei der Entspannung könnt ihr einatmen. Für die letzten 10, 9, 8, 7,
sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und locker lassen. Einmal entspannen. Das Ganze machen wir jetzt auch für die schräge Bauchmuskulatur. Das bedeutet, wir gehen mit den Armen wieder nach oben, führen sie um 45 Grad auf die rechte Seite und dann kommen wir schräg rechts nach oben. Wir setzen hier die Impulse nach vorne und oben und kommen wieder zurück. Und hier. Jawohl. Also denkt dran, aus der neutralen Position, wenn die Arme nach oben kommen, einfach 45 Grad nach rechts geneigt und dann oben wieder kurz halten, bis in die Endposition, dann langsam wieder zurückkommen und dann wieder nach oben schön anzuspannen. Je weniger ihr den Oberkörper hinten aufsetzt, je weniger ihr die Pausen macht, desto anstrengender wird die Übung. Schön weit nach oben ziehen. 20 Sekunden. Wenn ihr wollt, machen wir für die letzten 50 Sekunden, halten wir mal oben. Ganz, ganz oben an der obersten Position, ziehen es noch ein bisschen weiter und halten diese Anspannung. Und wenn es dann irgendwann bequem wird, ziehen wir uns noch ein bisschen nach oben, sodass wir immer in eine unangenehme Anspannung kommen. Die letzten 7, noch ein bisschen höher. 5, 4, noch höher. 2, zieht euch nochmal richtig schön lang. 1 und locker lassen. Einmal locker lassen. Entspannen. Und wenn natürlich auf die rechte Seite geht, muss auf die linke Seite gehen. Das heißt, wir kommen wieder nach oben. Kommen diesmal im 45-Grad-Winkel auf die linke Seite. Und dann auch hier wieder kleine Impulse nach oben. Langsam und kontrolliert. Und dann wieder locker runterlassen. Nicht zu lang verweilen, sondern direkt wieder in den Puls nach oben. Oben kurz halten. Jede einzelne Winkelposition spüren. Hier kommt es nicht auf Geschwindigkeit an, kommt nicht mit so einem Hau-Ruck nach vorne, sondern kommt lieber langsam und kontrolliert nach vorne. Noch 35 Sekunden. Zieht euch noch ein bisschen länger. Ihr habt noch 15 Sekunden. Wir halten wieder oben. Kommt noch ein bisschen höher. Spannt den Bauch an, zieht euch richtig schön nach oben. Für die letzten 8, noch ein bisschen höher. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. So, ich hoffe, Philipp, wir haben schon eine Menge für den Bauch gemacht. Ich habe da noch ein, zwei, damit es nachher nicht heißt, ihr hattet morgen keinen Muskelkater. Wir nehmen die Hände wieder vorne zusammen, drücken kräftig zusammen, damit wir wieder die Brust zusätzlich trainieren. Und dann kommen wir mit den Händen zwischen die Beine. Sieht dann so aus. Wir kommen nach oben und geben hier mit ganz leichten Impulsen nach vorne und langsam wieder runter. Wieder Impulse nach vorne und langsam wieder runter. Impulse nach vorne und langsam wieder runter. Nie komplett absetzen. An der obersten Position kurz verweilen. Und dann wieder runter. Drückt die Hände schön kräftig zusammen, sodass ihr gleichzeitig den Bauch und zusätzlich noch Brust trainiert. Machen wir mal in der Geraden noch für 5 Sekunden und dann wechseln wir auf die rechte Seite rüber. Und jetzt gehen wir rechts am Knie vorbei und setzen auch hier Impulse zum Knie hin oder am Knie vorbei. Drücken die Hände kräftig zusammen und bleiben auch immer kurz an der obersten Position verweilend. Gehen wir locker runter und dann wieder direkt nach oben. Nicht zu lange unten verweilen, der Bauch ist die ganze Zeit angespannt. Dann zieht euch noch ein bisschen höher. Auch hier noch für 10 Sekunden und dann wechseln wir auf die linke Seite. 5, 4, 3, 2, 1. Auf die andere Seite, links. So, Power Finisher. Wir haben schon 12 nach. Das heißt, das ist jetzt die letzte Übung. Holt nochmal alles aus dem Bauch raus.
Wir haben noch 20 Sekunden auf der linken Seite. Powert euch aus. Lasst den Bauch nochmal richtig, richtig schön arbeiten. Für euch und eure Gesundheit. 12, 11, haltet gerne oben. Zieht euch noch ein bisschen höher. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. So, wir sind mit dem Workout durch und steigen jetzt direkt nahtlos in das Cooldown ein. Und erstmal ganz locker uns einzugrooven, könnt ihr gerne mal die Beine aufstellen und rechts und links neben euch einfach mal auf den Boden bewegen, wie so ein Scheibenwischer. Dann haben wir so einen leichten Twist im Oberkörper. Und diesen Twist können wir bei der nächsten Dehnübung noch ein bisschen intensivieren, indem wir oben bleiben mit den Beinen. Rechte Bein ausstrecken, linke Bein anwinkeln, im 90-Grad-Winkel und wir ziehen auf die rechte Seite rüber. Auf die rechte Seite, rechter Arm kann das linke Bein noch nach unten drücken. Und wir blicken auf die linke Seite rein, in unsere linke Handfläche, der Arm ist ausgestreckt und spüren so einen Twist im Oberkörper. Können bei jedem Ausatemzug noch ein bisschen kräftiger in die Dehnung reingehen, spüren die Dehnung. Und beim Einatmen halten wir die neu gewonnene Spannung, um beim Ausatmen noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Und dann kommen wir beim nächsten Einatemzug wieder in die neutrale Position. Winkeln das rechte Bein an, das linke Bein ist ausgestreckt. Wir führen das rechte Bein auf die linke Seite rüber, drücken mit dem linken Arm gerne nochmal das rechte Bein nach unten, blicken unsere rechte Hand rein, welche einfach in der Verlängerung der Schultern rechts ausgestreckt ist und spürt so den Twist im Oberkörper. Auch hier wieder gilt, bei jedem Ausatemzug könnt ihr noch ein bisschen tiefer in die Dehnung reingehen. Beim Einatmen halten wir die Anspannung. Beim Ausatmen kommen wir noch ein bisschen tiefer rein. Und dann können wir beim nächsten Einatemzug wieder in die Neutrale kommen. Diesmal winkeln wir beide Beine an, machen uns ganz klein, wie so ein Paket. Und dann gönnen wir unserer Wirbelsäule eine kleine Massage, indem wir von vorne nach hinten wippen. Machen es noch ein bisschen kleiner. Und dann wippen wir mal von rechts nach links. Achten darauf, dass wir nicht umkippen. Und das Ganze mal in der Kreisbewegung. Und dann entspannen wir nochmal für eine Minute im Shavasana, indem ihr einfach nur die Beine ausstreckt. Macht euch schön lang, die Arme könnt ihr neben euch aufsetzen, die Handflächen nach oben und einfach einmal tief in euren Körper einatmen und tief ausatmen. Konzentriert euch ganz bewusst auf eure Atmung. Jetzt spürt jeden einzelnen Muskel in eurem Körper. Geht ihn gedanklich einmal durch. Fokussiert euch auf die jeweilige Muskelgruppe. Flankt gleich mal an, rechts in den Fingerspitzen. Währenddessen ihr weiterhin noch tief ein- und ausatmet. Wandert langsam hoch auf den rechten Unterarm, auf die Oberarme. Kommt auf die Schultern und wechselt auf die linke Seite. Von der linken Schulter der Fokus. Linken Oberarme, auf die linken Unterarme, zurück in die Fingerspitzen und wieder zurück auf die Unterarme, die Oberarme. Und dann wandern wir von den Schultern tief in die Brust hinein, den Bauch, die Hüfte, Oberschenkel, die Unterschenkel und auch zu guter Letzt die Fußspitzen. Könnt ihr euch langsam wieder bewegen, nochmal schön strecken und recken. Dann kommen wir mit dem Oberkörper nach oben. Bedanken uns für die schöne Einheit und haben es für heute geschafft. Super, sehr gut, vielen lieben Dank. Schön. Wenn ihr Fragen habt, bleibt gerne einfach
in der Leitung. Stellt diese gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, eine schöne warme Dusche und macht es gut, bleibt gesund und munter. Bis so. Tschüss. Ciao, ciao.